Die Schweizer Delegation konnte an der 42. FV-Konferenz drei wichtige Themen platzieren. Die Wichtigkeit der Förderung von Partnerschaften, nur zusammen können wir nachhaltige Lösungen für die Zukunft entwickeln. Zweitens die Förderung von Innovation, und zwar alle Formen der Innovation, soziale, finanzielle, institutionelle, aber auch technologische Innovation. Und drittens den Einbezug von Jungen, Frauen und Männern als wichtiges Kernelement, um die Transformation hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen beschleunigen zu können. Die Schweiz hat die FO aufgefordert, in der Umsetzung ihres neuen strategischen Rahmens Biodiversität, Klimawandel und Bodenverlust nicht zu vernachlässigen. Ich möchte eigentlich drei Punkte angeben als Fazit der FV-Konferenz für die Schweiz. Der erste ist sicher die Annahme des strategischen Rahmens der FAO. Dieser stellt die Transformation der Ernährungssysteme ins Zentrum ihrer Tätigkeit. Diese Transformation ist notwendig, um auf die Herausforderungen wie Klimawandel, Verlust der Biodiversität oder Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit reagieren zu können und so die Ernährungssicherheit aufrechterhalten zu können. Als zweiten Punkt möchte ich eigentlich die Annahme der Richtlinien über Ernährungssysteme nennen. Die FAO wird die Länder unterstützen, ihre Ernährungssysteme und damit auch die landwirtschaftliche Produktion nachhaltiger zu gestalten. Als dritten Punkt erwähne ich doch diese noch immer kontroverse Diskussion um die Rolle des Handels in Nachhaltigkeit, also das Verhältnis zwischen Handel und nachhaltiger Entwicklung. Hier eröffnet sich aber doch immerhin die Perspektive, dass man beginnt, über den Beitrag des Handels, der durchaus positiv sein kann, für nachhaltige Entwicklung, für nachhaltige Ernährungssysteme zu sprechen. Okay. Ich denke, hier sind vier Elemente relevant. Das erste Element ist sicher, dass sich die Schweiz dafür einsetzt, dass der Food Systems Summit die Transformation der Ernährungssysteme hin zu mehr Nachhaltigkeit nicht nur allgemein verankert und entsprechende Folgemaßnahmen vereinbart, sondern dass auch ein thematischer Fokus beinhaltet ist, zum Beispiel die Verbindung von Produktion und Konsum. Ein zweites Element ist die zielorientierte Beteiligung der Schweiz bei den Vorarbeiten zum Food Systems Summit, so die Durchführung von Dialogen oder die Beteiligung bei den Science Days. Ein drittes Element ist, dass die Schweiz traditionell schon stark in Wissensnetzwerken integriert ist. Beispielsweise die Kooperation der FAO und der OECD im Bereich Outlook, die Kooperation mit Swiss Food Research, mit innovativen Firmen, mit Rückversicherern und so auch eine Kompetenz vorhanden ist für die Analyse und die Bewertung von Risiken. Und das vierte Element ist schließlich, dass die Schweiz zusammen mit der FAO den Innovation Award ausrichtet und damit junge Unternehmen und junge Aktivitäten fördert.